Playoffs empfängt Austria Wien Hartberg. Die Wiener konnten bereits am Dienstag in Wolfsberg das Halbfinale für sich entscheiden. Auf der Gegenseite wollen die Steirer zum zweiten Mal in der Clubgeschichte europäisch mitmischen. Die ersten 20 Minuten ohne große Highlights. Dieses Gurkerl von Genosch wohl das Größte. Beide Teams neutralisieren sich über weite Strecken. Minute 23 wird es dann zum ersten Mal brenzlig. Langer Ball in die Tiefe von Austria-Kapitän Fischer. Dann kommt es zum Kontakt von Kombosch. Der Gruber unten trifft. Gisamas Pfeife bleibt aber stumm. Hartberg in dieser Situation im Glück. Wenig später der erste Abschluss der Partie. Aslani top ins die Gasse geschickt, Gruber dann aber beim Abschluss zu zentral. Perfekt gespielt von Fisnik Aslani, gut eingelaufen von Andreas Gruber, aber auch ebenso gut aufgepasst von Raphael Sallinger. Von den Hartbergern kommt in der ersten halben Stunde so gut wie gar nichts. In Minute 33 dieser Kopfball nach der Ecke von Kainz von Iban Boaz. Kein Problem für Früchtel. Das alles Zeugnis einer chancenarmen ersten Hälfte. Kein Team will hier ins Risiko gehen. Beide Teams spielen über weite Strecken gefällig. Nur der Abschluss, der will nicht gelingen. Zwei beinahe deckungsgleiche Szenen. Zunächst Gruber, der das Zuspiel von Bazurek verpasst. Und auf der Gegenseite rettet eben jener Bazurek beim Stangepass von Diakite. Zu Wiederbeginn reagiert Markus Schopp, bringt einen Max für den anderen. Entrup ersetzt Filafa und auch die Austria wechselt. Moritz Wels ersetzt den über weite Strecken wirkungslos gebliebenen Fisnik Aslani. Und der Joker dann auch gleich in Aktion. Gruber top freigespielt und im Zentrum ist Moritz Wels, aber genauso ist da Raphael Sallinger. Die Riesenchance, nur 17 Sekunden nach seiner Einwechslung. Mit seiner ersten Ballberührung, auch stark von Sallinger, der da lange stehen bleibt und die Chance zunichte macht. Und genau dieser Wels hat dann in der Folge Riesenglück, denn er tritt Pfeiffer um, sieht für dieses schwere Foul nur die gelbe Karte. Schauen wir hin, trifft ihn da unten. Böses Foul, da hat er Glück, dass es hier nur gelb gab. Die Austria bleibt aber am Drücker. Corner von Fitz. Boat putzt aus und das ist James Holland und es steht 1:0 für die Austria. Sein erstes Saisontor, sein erstes Bundesligator für die Austria. All das in seinem letzten Match in der Generali Arena. Perfekt getroffen, wunderschöner Abschluss. Sallinger absolut chancenlos, das ist ein Traumtor. Den Wegleitner und der Coaching-Staff aus dem Häuschen, da gibt es Sonderapplaus. Die Druckphase in Violett geht weiter und in Minute 55 Diakite gegen Fischer. Zunächst lässt Gisamer weiterlaufen, dann schaut er sich das Ganze noch einmal genauer an und sieht, dass Fischer da nach seinem Abschluss von Diakite getroffen wird, der das Bein stehen lässt. Es gibt den Elfmeter, da gab es den Kontakt. Fitz gegen Sallinger lautet das Duell. Und Fitz bleibt cool, verwandelt seinen fünften Elfmeter in Folge. Im Frühjahr hat es so richtig gut geklappt bei Dominik Fitz. Vom Punkt staubtrocken. Sallinger hat zwar die Ecke, aber der ist schlicht und ergreifend zu platziert geschossen. Nach knapp einer Stunde dann aber wieder einmal die Hartberger. Entrup in Szene gesetzt. Max Entrup scheitert an Früchtel, der da gut postiert. Den Treffer der Hartberger verhindern kann. Minute 78 heißt es dann Elfmeter-Alarm. Die zweite. Eindruck nach dem Zuspiel von Prokop trifft er da Meisel am Oberarm. Eine wahnsinnig brenzlige Entscheidung. Diesmal zeigt Gisamer zunächst auf den Punkt.
Dann gibt es aber die VAR-Intervention. Es ist wahnsinnig schwierig aufzulösen. Natürlich gibt es einen Kontakt. Aber am Ende entscheidet Schiedsrichter Sebastian Gieshammer nach dem On-Field-Review kein Elfmeter, kein strafbares Handspiel, revidiert seine Entscheidung. Glück für die Austria. Die großen Highlights von Hartberger Seite bleiben zunächst aus. Eigentlich hat die Austria zu diesem Zeitpunkt alles im Griff. Der eingewechselte Providence auf Max Hentrup. Traumtor 1:2. Direktabnahme vom Teamstürmer. Sein 13. Saisontreffer. Und was für einer. Super Hereingabe von Providence. Entrup, staubtrocken. Wie aus dem Nix verkürzt Hartberg. Früchtl chancenlos. Bereits in der Nachspielzeit dann noch eine Möglichkeit für die Hartberger. Aber Aftiei scheitert an Früchtl. Eingeleitet das Ganze von Potzmann, der direkt auf Entrup einleitet. Schockfeuer dann, aber da geht es dann nichts mehr. Und so gewinnt Austria-Interimscoach Wegleitner auch sein drittes Spiel in Folge und ebnet den violetten Weg in den Europacup. Aber noch ist für die Oststeirer alles möglich im Rückspiel am kommenden Dienstag in Hartberg.